Richtig zu öffnen, oder? Wie Spaß mit deiner Metalltür, die du nicht mehr abgeschlossen hast, du Vollidiot. Gasroom, ach ja, stimmt, wir sollen das Gasdingsbums ausmachen. Hallo? Typ ist auch überall, ey. Wie macht er das eigentlich immer wieder? Ich bin auf jeden Fall auch schon gut gesägt. Ein Bett zum runterkriegen. Und diese bedrohlichen Soundeffekte. Wer hat geschmeckt? Ups. Ich müsste eigentlich sowas von uns voll sehen, wenn er da recht durch da entlang geht. Aber nein, das ist wieder grenzdebil. Oh, unsere Hand hängt im Boden. Jetzt ist unsere Hand plötzlich wieder weiß. Eben war sie richtig schön braun. Ach, das ist, weil die Folie hier auf dem Boden liegt. Okay. Sind es jetzt runter oder hoch? Schauen wir doch einfach mal kurz nach. Ups. Ich bleibe hier noch eine Weile. Schauen wir, welche Richtung er läuft. Ist er jetzt ja demnächst kommen? Der Musik nach zu Ostern ist er ja ganz nah. Chasey Daisy. Everybody's lazy. Das ist eigentlich auch Wahnsinn anders. Hauen die dich dann einmal und du bist instant tot, oder? Wie sieht das aus? Ja. Irgendwann muss doch mal der Strom von dem Ding leer sein oder sowas. Streng genommen. Also würde ich erstmal warten, ich mache das Ding ja ständig an, so nien. Ich trinke mal kurz einen Schluck, während er da rumsägt in der Luft. Dann können Sie sich mal Hobbys suchen. Außer Leute zersägen. Um mit seiner Kettensäge, einer Knochensäge zu spielen. So. That's what I want to say. Ihr wisst ja, ich weiß immer noch nicht genau, wo ich überhaupt hin muss. Kann uns riechen. War das mit dem Duschen? Fuck hell! Ach, diesmal ja. Och, Junge. Ein Schlag hätt's getan. Oh. Okay, wir sind tot. Das erste Mal. Das erste Mal. Ich bin das erste Mal gestorben. Das erste Mal. Ich möchte bitte, dass ihr mir das zugute haltet. Ich bin gerade zum ersten Mal krepiert. Zum allerersten Mal, ja? Also zumindest hier in dieser Outlast-Aufnahme. Also, wir müssen halt zuerst das scheiß Zeug ausmachen. Ich habe halt nur keinen Dunst wo.
Hallo, Kamera, und das wollte ich haben. Ich wüsste ja gerne, wo dieser ganze Gaskontrollraum sein soll. Nein! Ich bin nicht da! Ui! Ja, alter Junge, ich unterschreibe eine Petition für dich. Füttert die armen Geisteskranken, ja? Denke ich Penis? Meine Unterhose an. Ich meine, er hat eine Unterhose an. Das muss man ihm lassen. Er hat eine Unterhose an. Ist ja auch nicht unbedingt gang und gäbe in diesem Spiel, dass Leute Unterhosen tragen. Haben wir ja festgestellt. Was? Och nee, Pissnake! Was willst du eigentlich von mir? Ach ja, stimmt, du willst mein Fleisch. Ist lange, um die Türen aufzumachen. Ach, fuck. Ah ja. Hey, Junge! Darf ich mal kurz durch? Danke! Das war die falsche Richtung, in die ich gerannt bin. Das ist natürlich doof. Ich ja theoretisch eigentlich eher mal irgendwo verstecken, würde ich behaupten. Oh, da geht's hoch. Okay, das war jetzt eigentlich mehr Zufall als Absicht. Aber okay. Wenn das eben mal passiert. Gasraum! Hallo! Ist aber auch nichts zum Ausmachen. Egal, gehen die einfach nur durch oder was. Schön! Den war so klar. Oh, Errungenschaft, wir haben ein Gasdeck geschlossen. Ja, wow. Gehört ja auch nur zur Mission. Müssen wir jetzt nochmal da durch? Wahrscheinlich. Das sind unsere Missionsziele. Wo kann ich überhaupt einsehen? Kann man denn... Notizen war das, Journals war das, Cars nix, alles nix, alles nix, IOP, TZU, ERT, ups, scheiße, F, G, H, Z, U, J, M, N hatten wir schon, B, V, das, Leertaste, Alt, Steuerung, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich lang soll, meine Güte. Wir haben jetzt ein Gasleck geschlossen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Mit dem jetzt geschlossenen Gasleck. Außer da, wo wir hergekommen sind. Wo auch immer das nochmal war. Das sieht doch gut aus. Ich meine, das. Doch, das war das hier. Das damit. Da war ein Speicherpunkt. Auch schon mal gut aus. Ach, jetzt sind wir. Ach so. Okay, der hat es überlebt. Puh, der Speicherpunkt und Ladebildschirm. Und jetzt geht es nach unten. Ah, nach unten ist immer eine geile Idee. Unten im Keller, da ist bestimmt nichts, was einen Kackendreist umbringen will. Da ist nie irgendwas, was einen. Fuck, Alter. Hä? Ah, wir sind draußen. Wow. Ist aber auch gar nicht nebelig hier.
schön hier. Ich sehe halt noch nicht sehr viel und Schreie sind gut. Ich gehe mal dahin, wo die Schreie sind. Aber hier ist eine offene Tür. Wo zum Geier sind wir? Also draußen, ja toll, im Garten, ja geil. Eigentlich sind wir jetzt draußen, ne? Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Upsala. Stolpert der Typ einfach, dass der Knochen sehen, man wäre hinter uns her. Hier sind schon ein paar Leute durch und haben sich ordentlich wehgetan dabei. Und, Alter, mein Kopf juckt! Hallo? Wovor seid ihr denn weggerannt? Sollte ich eigentlich nicht rausfinden wollen, oder? Okay, das ist zu. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist offen. Maschendrahtzaun in the morning. Maschendrahtzaun in the evening. Maschendrahtzaun. Ich sehe gerade einen Kopf. Jautsch. Holale, hopp! Werf, mein Kleiner, werf! Das war, glaube ich, ein Kopf. Die Kamera spinnt ja mal wieder rum, wie sie will. Kann ich dir helfen? Telefon! Ich würde ja wen anrufen, wenn es nicht so piepsen würde. Wollte gerade sagen, wäre ein Gag, wenn die Tür jetzt einfach so stinknormal aufgeht. Schön. Ja, schön. Keine Ahnung, was ich jetzt hier soll. Prison Block. Oh, Yahoo. Ist ja noch nicht schlimm genug. Ab ins Gefängnis. Ist irgendwie nebliger geworden. Was will ich im Prison Block? Also gut. Der Weg hat uns da jetzt hingeführt, aber. Ach, da waren das eben Flüchtlinge oder Flüchtige. Müssen wir jetzt einen Schlüssel hier vielleicht finden? Schlüssel. Mülleimer vielleicht? Schlüssel? Ich hab keine Ahnung. Gehen beide Türen nicht auf. Schön, ich hab den Speicherpunkt hier vorne, aber wo bitteschön soll ich denn hier lang? Hier ist doch nix. Außer der Basketballtyp. Den ich vielleicht nicht unbedingt rein möchte. Dann hier hoch? Eine Leiter hochklettern? Komm, Leiter hochklettern wäre doch mal eine Idee. Das finde ich jetzt. Jetzt sind meine Hände wieder voll weiß. Irgendwann sind wir richtig braun. Keine Ahnung. Hier kommst du doch nirgendwo rein. Hier ist nix. Da kannst du nicht. Hier kannst du nirgendwo rumhüpfen. Bringt dir absolut nixe. Ja, schon eine Uhr. Ja, schön. Zum Schließen. Juhu.
absolut, ich habe keinen Peil. Ist hier irgendwo ein Loch in der Wand, wo ich reinkriechen kann? Mit die Gegend schieben kann ich die Dinger hier ja auch nicht. Und damit irgendwas. Kann ich mal drauf springen. Hallo? Hallo? Hm. Also entweder bin ich richtig schön blind und ich sehe es einfach nur nicht, oder ich habe keine Ahnung. Hier ist nichts anderes, außer diese scheiß Tür hier, wo nichts ist. Und hier ist nur dieses verdammte Telefon, was nervt. Und ein Radio, was nicht funktioniert und Karteikarte und Mülleimer, wo nichts drin ist und... Ich sitze jetzt hier und kaue mich hier zusammen, oder was? Ich habe absolut keine Ahnung. Ein Zettelchen, nein. Okay, die das auch immer sich da in der Pfütze reflektiert, das macht absolut keinen Sinn. Nö, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich gehe nach Hause. For real? For real? Guten Tag. Die Tür geht wohl nicht auf. Gut, damit hätte sich die Frage geklärt und wir hängen an der nächsten Sackgasse. Ach nee, hier kann man auch noch hier durch. Wir müssen da gar nicht rein. Ach, was ein Glück. Oder vielleicht auch doch. Upsala. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das, Scheppe, wenn man da draufhaut. Ja, genau, ja, das nennt man Maschendrahtzaun. Sprich mir nach. Maschendrahtzaun. Du magst das Geräusch, oder? Ist ein wunderschönes Geräusch, das beruhigend. Und, ihr Fuß steckt übrigens, im Boden drin. Nur der hat seinen Freund, mal seinen Maschendrahtzaun, ist er glücklich. Schön, alle sind so zufrieden. Und, okay, wir sind doch dann jetzt hier drin. Und was ist das? Kommst du den Basketballspieler? Ich hoffe, er möchte nicht mit unserem Kopf spielen. Warum wollen wir hier rein? Ist es nicht eigentlich eher, dass man hier raus möchte aus dem Gefängnis? Die Leute hatten auf jeden Fall sehr viel Zeit zum Ausbrechen. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. Ach, ihr beiden schon wieder. Hier kommt der her, hier mit den dicken Penissen. Die Ogas. Die Typen kennen wir ja auch aus dem ersten Teil. Ja, ich würde sagen, das Gewicht war ein bisschen zu schwer. Und so hat jeder seinen Fetisch. Finde ich gut. Sind eigentlich recht friedlich. Meistens waren sie im ersten Teil auch schon. Sie waren meistens immer nur da, aber... Wow! Geil! Geht dein Kopf? Darf ich mitspielen? Wow! Geile Scheiße! Das nenne ich mal ein Dunking. Aua, 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 ist okay! Ich gehe ja schon. Ja, schon.
Nennt man doch Dunking, wenn die da so an den Basketball dran springen, oder? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, aber hey. Er hat es hoffentlich gelernt. Und wenn nicht, ja, sein Problem. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ja. Ich bin ja nur ein bisschen gehauen. Ach, einmal außenrum. Das Krieger. Warum nicht einfach die Tür nehmen, die direkt vor der Nase ist? Nein, wir gehen einmal außenrum, nehmen uns die Dokumente mit. So, was zu lesen. Wir wollen nachts nicht schlafen können, so wie gerade, deswegen gebe ich auf. Dum, da, 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 da. Hallo! Kann ich Ihnen helfen? Ja, gut. Da unten sind Leute, die spielen noch ein bisschen Basketball. Die können vielleicht noch einen dritten Mann gebrauchen. Oder einen vierten? Oder einen fünften? Ich habe mich durchgezählt. Auf jeden Fall hängt einer von dem im Korb. Den könntest du ersetzen. Ich habe mich nicht mehr gehört, glaube ich. Batterien vielleicht? Nö, schade. Ah, guck mal, wo wir sind. Na, das ist doch schön. Und so fügt sich das alles zusammen. Kannst dich nicht verstecken? Hatte ich eigentlich nicht vor, aber okay. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Und dann? Ja gut. Kann ich jetzt so erstmal nicht viel mit anfangen, aber... Oh Gott, dieses Getute geht ja so auf den Keks. Nope. Ach, scheiße. War ja klar.